Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard und ich zeige euch mal die komplett aufgedeckte Karte hier. Die neue Zombie-Karte, meine ich. So, gleich am Anfang haben wir natürlich den Pack-a-Punch, natürlich das Buch, die mysteriöse Kiste, die Werkbank, Pack-a-Punch, wie gesagt, und natürlich hier für unsere Herzen die Opfergabe. So, dann gehen wir weiter mal nach rechts. Hier finden wir natürlich unseren ersten Art Perk. Unseren ersten Perk, sagen wir mal so. Hier oben ist er. Diabolischer Schaden. Den können wir auch einmal nehmen. So, nachdem wir natürlich hier alles freigeschaltet haben, können wir nämlich jetzt hier hinten hoch. Das ist so eine Art abgeschmierter Zug. Hier oben haben wir natürlich hier uns mit schneller laufen, also die ätherische Rennerei oder wie es das heißt, keine Ahnung. Immer schneller laufen haben wir jetzt hier oben. Natürlich geht es jetzt ein bisschen weiter hier runter. Also die Map ist ein bisschen größer, wie gesagt, als die andere. So, an dem Schild hier oben. Das ist das Schild, das wir dann am Ende kriegen. Hier ist jedenfalls die Portale, die sich immer öffnen. Also, dass wir immer weiter Missionen machen können. Leere gibt es jetzt hier, habe ich jetzt hier noch nicht. Die kriegt ihr erst, wenn ihr wirklich das Easter Egg beendet. So, und wenn nach hier hinten weiter. Toxische Vitalität, also schneller wieder heilen. Finden wir hier. Hier unter den abgestürzten Flugzeug. Hier können wir eigentlich hochklettern. Hier unten rechts. Ups, bin ich ein bisschen zu weit. Hier unten jetzt links. Finden wir natürlich die Tapferkeit, also mehr Gesundheit. Dann einmal weiter. So, an dem Schild dann, wenn er davor steht, links vorbei, finden wir natürlich einmal dieses kleine Portal hier, was bis jetzt auch noch nicht weiß, wie ich das öffnen soll. Und einmal den grünen Schrein, also einmal schneller nachladen. Oder toxische Raserei, wie das heißt. So. Ja. Somit haben wir eigentlich mal die, habe ich euch mal die Karte gezeigt. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.